Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Es ist unfassbar lange her für meine Verhältnisse, dass ich ein neues Yoga-Video mit dir geteilt habe. Das lag daran, dass ich eben mit meinem vierwöchigen Online-Kurs sehr beschäftigt war. Aber der ist jetzt vorbei und deshalb habe ich jetzt auch wieder Zeit für dich, Yoga-Klassen aufzunehmen. Und für mich ist es jetzt nach dieser Zeit, wo ich den Raum für viele Menschen gehalten habe, wo ich sehr viel Energie nach außen gegeben habe, wieder mal Zeit, nach innen zu kommen, mich zu zentrieren und wirklich meinem Körper, aber auch meinem Geist etwas Gutes zu tun. Und deshalb lade ich dich heute zu einer Yin-Yoga-Klasse ein, aber mit dem Titel Weniger ist mehr. Das heißt, wir werden nur wenige Posen machen, aber die variieren in bestimmter Art und Weise. Das wirst du dann sehen, aber es wird eben keiner, also gar nicht viel Abwechslung mit den Übungen geben. Ne? Sind relativ wenige, wie gesagt, aber du wirst trotzdem eine sehr große Wirkung spüren, denn sie sind sehr vielseitig, die Übungen, die wir machen. Gut, das heißt, ich würde dich wie immer einladen, deine Hilfsmittel bereit zu halten. Ich habe wie immer meine gefaltete Decke, ohne die geht ja gar nichts. Dann kannst du gerne, wenn du hast, ein Bolster oder eben auch eine Sofarolle oder du gehst her und ruggelst dir Kissen in einer Decke zusammen zu einem Bolster. Nimmst sonst einzelne Kissen, nimmst Blöcke, das, was du zu Hause hast. Irgendwelche Hilfsmittel, die dir helfen, dich wirklich in die Posen wirklich reinschmelzen zu lassen. Also das ist wirklich ganz wichtig. Wir wollen ja im Yin-Yoga wirklich eben unser parasympathisches Nervensystem anregen, also wirklich dieses Loslassen anstoßen, damit wir rauskommen aus diesem sympathischen Modus, in dem wir so oft sind. Und das ist der Vorteil einer Yin-Praxis, die mit dieser ruhigen und passiven Energie gesegnet ist. Wir werden uns auch am Anfang noch ein bisschen bewegen und noch zwischendurch ein bisschen bewegen, aber das ist auch mehr noch für den Körper, um den wieder einzuladen, eben fluid zu bleiben. Also wir wollen nicht rigide sein, indem wir die Sachen lange halten und dann irgendwie versteifen. Und deshalb werden wir uns immer wieder auch so zwischendurch ein klein wenig auflockern. Gut, ja, dann würde ich doch sagen, komm auf den Platz, wo du jetzt praktizieren möchtest. Hol alle deine Hilfsmittel und dann geht's los. Prima. Ich würde sagen, wir beginnen heute mal im Liegen. Das heißt, leg dir doch vielleicht die Decke unter den Kopf, damit das für den Anfang noch angenehm ist. Ich habe ja gesagt, wir werden auch ein bisschen Bewegung integrieren. Damit starten wir jetzt nämlich. Ich muss ein bisschen mit meinem Zopf aufpassen. Ich glaube, ich nehme so lange das Haarband mal raus und tue es hinterher wieder rein. So. Das heißt, also komm mal auf den Rücken und für den Augenblick stell doch mal die Füße auf, dass deine Fußsohlen wirklich gut geerdet sind. Leg mal die Hände auf deinen Bauch. Und schließ für einen Augenblick die Augen und komm erstmal an. Im Hier und Jetzt auf deiner Matte. Nimm mal ganz bewusst wahr, welche Körperteile jetzt alle die Matte berühren und wie sich das anfühlt. Spüren die Fußsohlen in dein Becken und Gesäß, deinen unteren Rücken, mittleren Rücken und oberen Rücken mit den Schultern. Und dann nimm auch den Hinterkopf wahr, wie er jetzt entweder auf der Matte oder auf deiner Decke oder dem Kissen liegt, die Arme, Ellbogen und dann nimm die Hände wahr, wie sie auf deinem Bauch ruhen.
nimm wahr, wie du bei der Einatmung den Bauch nach außen und oben wölbst. Und wie der Bauch wieder einsinkt bei der Ausatmung. Nimm die Atmung ganz bewusst gegen die aufgelegten Hände wahr. Atme in deinem eigenen Atemrhythmus. Und erlaube der Bauchdecke wirklich entspannt zu sein. Wir halten so viel Spannung im Bauchbereich. Und ganz oft stört das sogar unsere Verdauung. Und es lässt uns auch nicht so tief atmen im Alltag. Nimm noch ein paar ganz bewusste Atemzüge so. Und denk daran, dass diese Yoga-Praxis deine Praxis ist. Erlaube dir alles, was ich dir anbiete, so anzupassen, dass es für dich passt. Wir üben im Yin-Yoga immer mit einer Intensität auf einer Skala von 1 bis 10, maximal bei 6 bis 7. Und dann leg die Hände wieder neben dem Körper. Du kannst die Augen jetzt wieder öffnen. Und jetzt wollen wir ein bisschen eben zum Anfang die Gelenke ein bisschen mobilisieren. Wir nehmen mal die Beine Richtung Decke. Das heißt aber, du kannst sie wirklich noch ganz locker hier lassen. Man muss nicht irgendwas anstrengend durchstrecken, sondern wir schütteln jetzt erstmal die Beine. Und dann nehmen wir die Arme dazu. Und schütteln jetzt wirklich mal Beine und Arme gleichzeitig aus. Nimm einen Rhythmus, der für dich passt. Und dann fang mal an zu kreisen. Handgelenke kreisen, Fußgelenke kreisen. Erst in die eine Richtung. Und dann in die andere Richtung. Kannst dann mal die Hände an die Oberschenkel nehmen und dann die Füße pointen und flexen, ne? Also point und flex, strecken und anziehen. Dann spüre nämlich mal hier, wenn du die Hände an den Oberschenkeln und an den Waden hast, was das mit den Muskeln macht. Bereiten wir so alles ein bisschen vor. Sehr gut, dann schüttel nochmal. Kreis nochmal in beide Richtungen. Super. Und dann mach ein Päckchen. Schaukel mal für einen Augenblick auf dem Rücken hin und her. Mach ein paar kleine Kreise mit den Knien, sodass du den unteren Rücken noch ein bisschen massierst auf der Matte, auch erst in die eine und dann in die andere Richtung. Und dann kannst du dich entscheiden und entweder mit Schaukeln ins Sitzen kommen, bis du das richtige Momentum hast, oder du lässt die Knie auf eine Seite fallen und dann stößt du dich nach oben und kommst auf die Art und Weise ins Sitzen. Mach mal eben mein Haargummi wieder rein, damit hier nicht die Haare an dem Mikrofon hinterschubbeln.
So. Und jetzt geht es los mit einem Stretch für unsere Fußgelenke. Und wir wollen mal zuerst die Zehen dehnen. Das heißt, komm mal in den Kniestand und stülp die Zehen um, sodass du auf diesen, wie in einem Zehensitz auf den Fersen sitzt. Und für die meisten Leute ist das sehr, 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 sehr intensiv, wenn sie das nicht gewöhnt sind. Und deshalb, wenn du jetzt deine gefaltete Decke hast, kannst du sie dir noch dazu holen und kannst dann den Winkel, ne, etwas verkleinern und den Druck dadurch von den Fußgelenken wegnehmen, indem du entweder die Decke unterlegst oder ein Kissen. Ne? Oder sogar, wenn auch das noch zu intensiv ist vom Winkel her und du hast Blöcke zu Hause, kannst du auch einen Yoga-Block unterlegen und du merkst dann schon, ist der Winkel ein ganz anderer und dadurch auch der Druck viel geringer. Na, also entscheide dich für deine Variante, die du machen möchtest. Ich nehme jetzt einfach mal das Kissen als Zwischenvariante. Na, und dann schau wirklich, dass alle Zehen schön auf der Matte gespreizt aufliegen. Und damit wir uns ein bisschen ablenken von den Füßen, kommen wir gleichzeitig in einen Schulterstretch. Damit wir die Zeit im Blick haben, drehe ich jetzt hier schon mal um die Uhr. Das heißt also, nimm jetzt mal den rechten Arm nach oben, Handflächen zeigt nach hinten. Dann lass die Handfläche auf die Schulter kommen und entweder nimmst du jetzt den linken Arm und bringst ihn nach oben an die Schulter und bringst die Schulter so ein bisschen nach oben. Achte darauf, dass du mit dem Bauch aktiviert gegen den Rücken hältst, dass du nicht ins hohe Kreuz gehst zu stark. So, oder du gehst her und umfasst mit der linken Hand dein Schulterblatt, dein linkes Schulterblatt und fasst dann hier in die rechten Finger, so dass du in einen solchen Stretch kommst. Ne? Schau mal, was jetzt für dich am besten passt. Achte wirklich darauf, dass du versuchst, mit den Bauchmuskeln leicht angespannt wirklich gegen den unteren Rücken zu halten, damit du nicht ins hohe Kreuz kommst. Es ist eher eine von den aktiveren Yin-Posen, aber für die Füße einfach wahnsinnig wichtig. Wir bleiben jetzt hier noch ein paar Atemzüge. Wir bleiben nicht so lang wie in anderen Yin-Posen, weil das, wie gesagt, eine sehr, sehr intensive Übung ist. Tief ein- und ausatmen und wieder langsam lösen. Komm mit den Händen nach vorne. Klopf deine Füße aus. Kannst die Füße auch, also die Zehen noch mal ein bisschen bewegen. Und dann setz dich wieder noch mal einen Augenblick zurück. Einfach jetzt mal so, ne, auf die Fußgewölbe für einen Augenblick. Und dann wieder Zehen wieder umstülpen. Andere Seite. Linker Arm nach oben, Handfläche nach hinten. Wieder die Handfläche aufs Schulterblatt legen und entweder jetzt mit der rechten Hand den linken Ellbogen so ein bisschen Richtung Decke bringen. Das ist eine schöne Dehnung, die auf dieser Seite entsteht. Oder eben umfassen mit der linken Hand unter das Schulterblatt und, ach nee, habe ich jetzt gesagt? Nein, so rum, ne? Linker Arm, so. Und dann natürlich mit der rechten Arm umfassen. Entschuldigung, ich bin zu sehr auf mein Mikrofon fokussiert. Und dann so umfassen, ne? Also wie ihr seht, ist das jetzt bei mir auch nicht unbedingt der einfachste Weg. Deshalb bleibe ich jetzt auf der Seite in dieser Variation. Und auch hier noch ein paar tiefe Atemzüge. Und dann langsam lösen, Hand nach vorne wieder und ausklopfen.
Also diese Übungen für die Zehen und Füße sind mega wichtig, weil wir eben den ganzen Tag immer in den Schuhen stecken und wir gar nicht mehr so viel barfuß laufen, was eigentlich für uns ja vorgesehen ist von der Natur. Und dementsprechend ist es mega wichtig, dass wir wirklich unsere Füße zwischendurch auf die Art und Weise wieder mobil halten und eben auch die Faszien in den Füßen gesund erhalten. Ne, weil das sorgt dafür, dass wir wirklich bis ins hohe Alter auch sicher sind auf unseren Füßen. Weniger Fallen, weniger Verletzungsrisiko. Gut. Jetzt machen wir das Ganze andersrum. Ich möchte aber erst, dass du die Füße noch mal kurz ausruhst, indem du sie ausstreckst und noch mal hier im Sitzen kurz ein paar Mal kreist die Fußgelenke. Noch mal ein paar Mal anziehen und strecken. Und die Zehen jetzt mal spreizen und lösen. Spreizen, lösen. Spreizen, lösen, spreizen, lösen. So, und jetzt, wie gesagt, dehnen wir die Fußrücken. Das heißt, jetzt kommen wir in den Fersensitz. Und jetzt, ich zeige das jetzt mal von vorne. Mal die Hilfsmittel und die Uhr nach vorne stellen. Das heißt, wenn du im Fersensitz bist, wollen wir jetzt hier die Fußgelenke und den Fußrücken dehnen. Und das heißt, jetzt halte mal eine gewisse Zeit das rechte Knie hoch und bleib dabei aufrecht. Und schau mal, wie fühlt sich das an, ne? Wie sehr dehnt das da. Und wenn du die richtige Höhe gefunden hast, kannst du auch wieder sagen, ich lege jetzt mein Knie mal auf dem Kissen ab. Wie fühlt sich das an? Ist das noch... Also ist das zu hoch, ist das zu niedrig? Ne, dann probier mal mit der Decke. Wie fühlt sich das an? Also du sollst wirklich auf dem Fußrücken und im Fußgelenk eine Dehnung spüren. Ich finde jetzt die Decke sehr angenehm. Das heißt, ich nehme jetzt mal die Decke und wir machen das jetzt mal einzeln zum Ausprobieren. Und wenn du dabei das Gefühl hast, oh, das ist gar nicht so unangenehm, kannst du auch sofort in die gleichzeitige Dehnung kommen. Das heißt also, du bringst die Decke direkt so unter die Fußgelenke. Es ist aber für viele dann teilweise schon zu intensiv, dann noch auf den Fußgelenken zu sitzen. Schau also, wenn das für dich passt, kannst du hier bleiben und ansonsten machen wir zuerst wirklich die eine Seite. Und dann drehen wir hier nochmal um. Und auch hier gehen wir her und dehnen noch unsere Schultern zusätzlich. Das heißt, jetzt muss ich aufpassen mit dem Mikrofon. Wir kommen jetzt in die Adlerarme. Nehmen wir die Arme auseinander. Bring den rechten Arm über den linken Arm. Und dann bring entweder die Handflächen zusammen, die Handrücken zusammen oder die Daumen verschränken. Also so, dass du das Gefühl hast, du kannst rausziehen, die Ellbogen aus den Schultergelenken und hier in so eine Dehnung kommen. Lass mal eben gucken, wie gesagt, das schubbelt wahrscheinlich jetzt an meinem Mikro. Ich versuche fest, also in Ruhe zu bleiben. Nimm also auch hier jetzt ein paar tiefe Atemzüge. Genieß die Dehnung an der Außenseite der Schultern und gleichzeitig im rechten Fußgelenk. Ganz gerne für einen Augenblick die Augen schließen. Und dann langsam wieder auflösen, Arme öffnen und wieder nach unten bringen. Langsam auf eine Seite, Decke mal weg. Und jetzt setz dich mal auch wirklich neben die Füße, schüttel erst nochmal die Füße aus, bevor du auf die andere Seite kommst. Also nochmal richtig lösen, dass die Knie auch entspannt sind. Richtig die Füße ausschütteln, ausschütteln, ausschütteln. Ausklopfen vielleicht sogar mal. Das tut auch immer ganz gut. Das regt ja wieder den Meridianfluss an, ne? Dass das Prana wieder so richtig schön fließt. Nochmal
die Füße flexen und pointen, pointen, flexen, pointen, flexen. Jetzt kommt die Sonne. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch, habt ihr noch ein vernünftiges Bild. Das ist leider ein bisschen blöd jetzt, dass die Sonne jetzt gerade so durchkommt. Eben hat es hier noch geregnet. Gut, so, dann die andere Seite mit dem Fußgelenk. Das heißt, wir kommen wieder in den Fersensitz diesmal. Also wenn du jetzt natürlich auf beiden Beinen warst, dann machst du jetzt nochmal beide Beine. Aber wenn du so wie ich auf der einen Seite warst, dann setz dich jetzt mit dem linken Knie erhöht auf der Decke oder auf dem Kissen, je nachdem, was du genutzt hast, auf dem Block. Und dann bring die Arme nochmal auseinander, linker Arm über den rechten Arm. Und wieder die Position, die du jetzt hattest. Wenn du sagst, das ist generell unangenehm für dich, kannst du dich auch nur umarmen. Das ist auch eine ganz wunderbare Dehnung. Die Arme dann ein bisschen hochnehmen, sodass du einfach hier an der Außenseite der Schulter eine schöne Dehnung hast und die Schulterblätter sich wie so voneinander entfernen. Das ist eine Dehnung in den Schulterblättern. Ich versuche es nochmal hier. Wie gesagt, das ist nicht so einfach mit dem Mikrofon, wenn das hier so angeknipst ist, genau. An dieser Stelle, ich hoffe, es geht. Dann fokussiere dich jeder wieder aufs Atmen. Nimm die Fußgelenke wahr. Bleib neugieriger Beobachter. Und selbstverständlich löst du jede Position auf, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist es aber doch zu viel, es wird unangenehm. Und sonst bleibt noch ein paar Atemzüge hier. Und dann löst langsam auf, bring nochmal die Arme zur Seite. Und nach unten, wieder Decke raus. Ja, vorsichtig zur Seite setzen und nochmal die Füße ausstrecken, ganz bewusst nochmal ausschütteln, nochmal klopfen, und auch nochmal die Fußgelenke kreisen, richtig schön kreisen. Pointen, flexen. Und dann mach doch mal, leg dich doch für einen ganz kleinen Augenblick sogar mal auf den Rücken. Schließ die Augen und spür jetzt für einen Augenblick nach, ganz bewusst. Wie fühlt sich jetzt dein gesamter Unterkörper, deine Knie, deine Fußgelenke, deine Zehen? Wie fühlt sich das alles an? Und genauso deine Arme und deine Schultern. Mal ein ganz kurzer Rebound, um wirklich zu spüren, was jetzt gerade da ist. Sehr gut, und dann kannst du wieder entscheiden, wie du ins Sitzen zurückkommst, überschaukeln oder eben über die Seite rollen. Und dann kommen wir jetzt in das Viereck oder auch Firelock Pose, wird es ja auch manchmal genannt, eben weil es so aussieht wie so Holzscheite, die übereinander gestapelt sind, aber eben sonst Quadrat. Pose, ne, oder Quadratübung, indem man hier ein Quadrat bildet mit den Beinen. Das heißt also, du legst das linke Bein in ein Quadrat und legst das rechte Bein darüber. Jetzt ist das nicht so eine ganz einfache Pose. Das heißt, es kann relativ schnell auch im Knie eine Irritation geben. Deshalb ist ja ganz wichtig, dass du wieder Kissen, Decken oder Blöcke hast.
und kannst dann, wenn du merkst, hier ist ein riesengroßer Winkel, weil du die Beweglichkeit nicht in der Hüfte hast, was total normal sein kann, einfach anatomisch. Also es hat nichts mit dir zu tun, dass du nicht genug übst oder sonst irgendwas. Es hat ganz viel damit zu tun, wie Hüft- und Oberschenkelknochen da miteinander arbeiten, auch aus Skelett, aus der Sicht deines Skeletts. Deshalb, dann bring zum Beispiel hier den Block darunter. Das ist eine ganz gute Möglichkeit an der Stelle. Oder eben die Decke oder halt das Kissen. Ist eine gute Möglichkeit. Und was du auch machen kannst, ist, du kannst die Beine anders hinlegen, ne, wie du siehst, dass du so ein bisschen eine Art Schneidersitz machst, aber dass die Beine trotzdem noch übereinander liegen, dass sie so ein Quadrat halt bilden. Ne, also schau mal, was für dich eine passende Variante dieser Übung ist. Also es geht nicht um Perfektion auf irgendeine Art und Weise, aber eben wir wollen uns jetzt mit der äußeren Hüfte beschäftigen. Und das ist eben wichtig, dass du die jetzt in einer Position hast, wo du länger auch so sitzen kannst. Und wie gesagt, wenn du darunter dir eine Unterstützung suchst, dann wird das wahrscheinlich super klappen, als wenn du jetzt versuchst, ganz nur weil das jetzt bei mir so aussieht, dass du denkst, das muss jetzt bei dir auch genau gleich sein. Gut. So, wenn du dann in dieser Position bist, fangen wir zuerst mit einer Seitbeuge an. Das heißt also gleichzeitig beüben wir jetzt wieder den unteren Körper und den Oberkörper. Das ist so, deshalb sage ich jetzt weniger mehr. Wir machen weniger Posen, aber mit mehr Variation, sodass wir ganz viel auf einmal quasi ansprechen. Das heißt also, nimm mal jetzt die linken Fingerspitzen neben deinen Körper. Einatmen, den rechten Arm nach oben, ausatmen, kommst du in eine Seitbeuge. Dann wieder einatmen nach oben, ausatmen, absetzen. Einatmen, linken Arm nach oben, ausatmen, rüber. Einatmen nach oben, ausatmen, tief. Und das gleiche wieder auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Jetzt machen wir das ein bisschen schneller, indem wir einfach ein bisschen hin und her pendeln. So, wie als wenn deine Arme Windmühlen wären. Oder so Gräser, die im Wind hin und her sich bewegen. Wir wollen zuerst eben ein bisschen in diese dynamische Bewegung kommen. Dann dreh dich mal ein bisschen mit dem Oberkörper nach vorne. Dass du so ein bisschen andere Areale noch ansprichst. Jetzt kannst du das gleiche auch ein bisschen nach hinten machen. Die Hand links weiter nach hinten aufsetzen und dann eher in so eine Diagonale kommen. Auch auf der anderen Seite. Also so, dass du ein bisschen. Das sind alles Seitbeugen, aber immer mit einem bisschen anderen Fokus. Spür mal genau rein, wie sich das anfühlt. Super. Und dann kommst du wieder in die Ruhe zur Mitte. Schließ einen Augenblick die Augen. Spürst nochmal nach, wie sich das jetzt schon anfühlt im Oberkörper, was du im Unterkörper wahrnimmst. Wenn du jetzt das Gefühl hast, es geht irgendwann gar nicht mehr mit dem Sitzen in dieser Form, dann kannst du entweder in den Schnürsenkel kommen, also beide Knie einfach so übereinander bringen, als Variation der Übung. Oder du kommst in einen ganz normalen Schneidersitz, so wie du sonst sitzt. Ne? Also möglichst einfach so, dass es möglichst viereckig ist, aber ne, sonst finde einfach einen Sitz, der jetzt gerade für dich passt. Dann verlierst du zwar ein bisschen diese Wirkung auf der Außenseite der Hüfte, aber es ist wichtiger, dass deine Knie gesund bleiben, als wenn du dich in irgendwas, wie gesagt, reinzwingst, was dir nicht gut tut. Ganz, ganz wichtig. Gut, jetzt wollen wir eben diese Geschichte halten. Das heißt also, du kannst jetzt gerne, wenn du einen Block hast, den mal dir neben die Hüfte stellen oder eben dein Kissen oder auch dein Bolster, das funktioniert auch super. Legst dann mal den linken Arm da drauf und dann wieder mit dem rechten Arm nach oben ziehen und dann rüberkommen. Und dann kannst du den Arm einfach mal so hängen lassen und dann bleibst du einfach mal in dieser
Seitbeuge jetzt ganz passiv, schließ die Augen. Spürst mal hier, was das macht mit der Dehnung über die Seite. Achso, ich muss wieder umdrehen. Das habe ich vergessen. So, jetzt verlieren wir den Überblick über die Zeit. Und ich muss wieder auf mein Mikrofon aufpassen. Nicht so einfach heute. So, ich hoffe, es geht. Bleib entspannt, aber atme tief ein und aus. Spann die Gesichtszüge. Fühl mal in die aufgedehnte rechte Körperseite hinein. Wenn dir der obere Arm zu schwer wird, kannst du ihn auch hinter den Rücken bringen und einfach die Seite aufgedreht lassen. Du musst auch keinen Block nehmen, wenn du sagst, ich finde es super, wenn ich so tief komme Richtung Boden, die Hand gut geerdet ist, kannst du auch in dieser Variation sein. Also finde wieder deine Variation, die für dich passt. Wichtig ist, dass du frei atmen kannst. Entspann auch den Nacken. Kannst gerne auch zu Boden schauen, wenn das für dich angenehmer ist, als den Kopf die ganze Zeit so parallel zu halten. Und die letzten paar Atemzüge hier. Dann mach dich langsam bereit aufzulösen. Stoß dich links entweder auf den Block oder eben in den Boden. Richte dich wieder auf. Bring dann mal, also löst die Beine, bring die Füße mal vor dir auf den Boden. Also stell die Füße auf. Bring die Hände nach hinten mit den mit den Fingern, die nach hinten zeigen. Komm so ein bisschen in so eine Rückbeuge und dann mach Scheibenwischer mit den Beinen, dass du wirklich richtig schön auflockerst. Entspannung in diese Position bringen. Wieder. Und lösen. Andere Seite. Das heißt also, bring jetzt das rechte Bein als Unterlage und das linke Bein obendrauf. Es kann auch sein, dass das unterschiedlich ist. Wir haben ja nie die gleichen Körperhälften, dass du das Gefühl hast, oh, das geht aber viel einfacher als auf der anderen Seite oder dass das, das geht gar nicht auf dieser Seite. Denk also wieder dran, wenn das keine zugängliche Position für dich ist, entweder weil das Bein zu hoch steht, richte dich wieder mit einem Hilfsmittel ein oder mach auch hier wieder Variationen. Entweder kommst du in diese Variation, wenn das für dich passt, oder du bringst die Beine mehr in so eine Schneidersitzposition, aber übereinander, oder eben du kommst generell in so eine Schneidersitzposition mit so ein bisschen eben quadratischer Ausrichtung. Finde hier wieder deine persönliche Ausrichtung. War jetzt richtig, Genau, wir hatten vorher das rechte Bein drüber. Genau, so, nicht, dass ich jetzt selber wieder verwirrt bin.
Genau, so, und jetzt beginnen wir erst wieder mit der dynamischen Variante. Das heißt also, bringen wir die rechten Fingerspitzen nach außen. Einatmen, linken Arm nach oben langziehen, ausatmen, Seitbeuge. Einatmen zur Mitte, ausatmen zurück. Einatmen rechts, ausatmen rüberziehen. Einatmen zur Mitte, ausatmen zurück. Nochmal langsam ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus. Und jetzt das Ganze flotter, ne, wie auf der anderen Seite. Wirklich wieder vorstellen, es sind entweder Gräser, die sich im Wind wiegen oder Rotorenblätter, die sich hin und her bewegen. Erst wirklich in dieser Seitbeugen-Variante bleiben. Ein paar Mal erst so, bevor es dann in die Variation geht. Achtung, ein bisschen nach vorne beugen. Also andere Areale ansprechen. Und nach hinten. Das heißt auch hier wieder Arm nach hinten setzen. Und wieder andere Areale ansprechen in der Seite. Ganz, ganz wichtig, jetzt für die Hüfte, unterschiedliche Arten der Dehnung der Außenseite der Hüfte, aber auch für unsere Wirbelsäule. Möglichst flexibel die Wirbelsäule zu bewegen, immer wieder in andere Bewegungsrichtungen hält die Wirbelsäule gesund. Letztes Mal. Und dann kommen wir wieder in die Ausgangsposition zurück. Und diesmal kommt das Hilfsmittel dann auf die andere Seite, wenn du das hattest. Jetzt den rechten Arm auflegen, wieder einatmen, linker Arm zieht hoch in die Streckung und dann rüber. Und dann wieder den Arm an den Hinterkopf oder einfach hängen lassen und auf diese Art in der Seitbeuge bleiben. Oder nur hinterher, wenn du merkst, es wird mir zu viel, gerne auch die Hand einfach hinter den Rücken nehmen, Schulter dann zurück, sodass es wirklich schön aufgedehnt ist Richtung Decke. Eben mit dem Block, ohne den Block, so wie du magst. Ich finde eben beide Variationen haben was. Und man muss immer gucken, was fühlt sich jetzt heute für mich besser an. Auf der Seite fühlt sich für mich die Variation definitiv besser an. Und auch wieder eben gucken, wo will mein Nacken hinschauen? Nach unten, parallel, ein bisschen höher. Schau auch hier wieder, was passt. Kannst gerne wieder die Augen schließen. Ich drehe nochmal um. Und dann bleiben wir hier nochmal ein paar Minuten in Ruhe. Denk daran, wirklich alle Gesichtszüge entspannen zu lassen. Achte auf deine Stirn, ob du die jetzt in Falten legst. Achte auf deinen Kiefer. Achte auf eine tiefe Atmung. Wenn du das Gefühl hast, du willst früher auflösen, dann mach das gerne. Ansonsten bleiben wir noch einen Augenblick hier.
Nimm noch ein paar ganz tiefe Atemzüge. Und dann mach dich bereit, wieder die Übung aufzulösen. Aktiviere die Bauchmuskeln, stoß dich rechts langsam nach oben zur Mitte. Nimm die Hilfsmittel weg, löse auf und stell nochmal die Beine jetzt auf. Bring die Hände nochmal hinter den Rücken. Ich zeige es so, dann sieht man es besser, ne? Mit den Händen nach hinten. Richtig schön weit die Beine und richtig schön. Scheibenwischer. Ganz wunderbar. Und dann kommen wir schon in die letzte Übung. Aber die hat es auch wieder in sich. Leg dich dazu auf die rechte Seite. Jetzt mal hier vorne hin, ich muss das gleich ja wieder umdrehen. Leg dich erstmal so aufgestützt hin, damit du gucken kannst, wie das jetzt geht. Bring mal das obere Bein nach vorne und das hintere Bein winkelst du ab. Schau mal, ob du mit der linken Hand den Fuß greifen kannst und dann die Schulter zurücklegen kannst. Das heißt, entweder bleibst du hier mit dem gehaltenen Fuß, Schulter so ein bisschen nach hinten gedehnt, das ist eine leichte dann Rückbeuge mit Twist, oder du legst dich sogar mit dem Oberkörper ab, so dass die linke Schulter quasi Richtung Boden kommt. Kann sein, dass dann das rechte Knie hochkommt. Kann man dann wunderbar da auch wieder einen Block oder ein Kissen drunter legen. Und dann den rechten Arm entweder so ausstrecken, nach oben legen oder unter den Kopf zur Stütze. Ist auch immer sehr schön. Und das ist die Katze, die ihren Schwanz hält, Pose. Das heißt also, es sieht so ein bisschen aus wie die liegende Katze. Und die hat also, wie man jetzt sieht, ganz, ganz vielseitige Wirkungen, weil sie einerseits diese Drehhaltung ist, in der ich mich öffne mit dem Oberkörper zur Decke, aber verwrungen bin, weil das Bein auf der anderen Seite liegt. Und gleichzeitig, indem ich hinten noch den Fuß fasse, ist es auch eine Rückbeuge. Die Vorderseite des Körpers wird gleichzeitig gedehnt. Und eben, ich habe auch noch so ein bisschen hier die Hüfte im Spiel, was das angeht. Das heißt also, es ist eine ganz vielseitige Übung. Wenn du jetzt sagst, also das hier ist aber das höchste der Gefühle für mich, dann bleib einfach hier. Also niemand ist gezwungen, weiterzugehen. Das hat überhaupt nichts mit gut oder schlecht zu tun. Es sind einfach verschiedene Variationen der gleichen Übung. Und wenn du sogar sagst, ich kann gar nicht meinen Fuß fassen, dann lässt du den Fuß einfach liegen und legst einfach den Arm nach hinten rüber, so dass du einfach die Qualität dieser Übung hast, ohne dass du jetzt den Fuß greifst. Also du nimmst einfach den Fuß und legst ihn so weit, wie er von selber kommt, und eben den Arm dahin, wo er kommt. Fertig. Ohne dass du was greifen und halten musst. Auch hier wieder bleibt zwanglos. Ich drehe jetzt mal rum. Wenn wir jetzt schon ganz viel geredet haben und schon auch länger in der Pose sind, kürze ich das natürlich jetzt ein bisschen ab. Aber einfach, damit wir ein bisschen Überblick haben. Und wie gesagt, unterstützt dich, wie du auch immer möchtest, mit Hilfsmitteln. Ich nehme das jetzt mal nochmal weg. Wenn ich in dieser Variation bin, dann brauche ich das nicht. Wenn ich mich jetzt weiter rüberlege, jetzt geht es sogar, jetzt bleibt das Bein sogar unten inzwischen. Wie du jetzt halt siehst, hat sich da mein Körper schon, hat schon mehr losgelassen. Der bleibt jetzt sogar das Knie weiter unten. Aber eben, dein Körper ist dein Körper und du übst so, wie das für dich am besten passt. Schau, dass du frei und tief atmen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig.
Nimm diese komplexe Qualität dieser Übung wahr. Mit dem Motto, weniger ist mehr. Aus einer Übung wahnsinnig viel mitnehmen. Und dann mach dich bereit, auch diese Übung langsam wieder aufzulösen. Wenn du den Fuß gegriffen hast, dann lass ihn jetzt los, streck wieder beide Beine. Und jetzt kannst du entweder auf den Bauch oder auf den Rücken rollen. Schau mal, was sich jetzt intuitiv für dich besser anfühlt. Ich rolle mich jetzt auf den Rücken, weil ich das Mikro habe. Aber manchmal ist es sogar angenehmer, als Rebound-Pose auf den Bauch zu kommen. Schau du mal für dich, was jetzt die bessere Variation ist, und dann spür für einen Augenblick nach, wie es dir jetzt geht, nachdem du die eine Seite der Cat-Tail-Pose, Katze, die ihren Schwanz hält, geht. Wie gesagt, ist der Rebound zwischen den Übungen immer recht wichtig, um wirklich ins Spüren zu kommen. So entfalten die Übungen ihre Wirkung erst so richtig gut. Und dann üben wir die andere Seite. Ich drehe dir jetzt bewusst den Rücken mal zu, damit du siehst, wie es von hinten aussieht. Das heißt, komm jetzt du auch auf die linke Körperseite. Und dann kannst du entweder erstmal wieder hier so bleiben. Dann linkes Bein ist ausgestreckt, rechtes Bein ist vor dem Körper aufgelegt. Und dann winkelst du jetzt entweder nur das linke Bein an und legst den rechten Arm rüber, da wo er hinkommt. Und bleibst hier in dieser Variation, oder du fasst den Fuß und bleibst hier in dieser Variation, oder du drehst dich mit dem Oberkörper auf den Rücken. Und du siehst hier schon bei mir, da kommt das rechte Knie extrem hoch. Also da ist für mich auch nicht die gleiche Beweglichkeit in dieser Pose wie auf der anderen Seite. Deshalb sage ich ja immer, unser Körper ist ganz unterschiedlich. Und deshalb tue ich hier jetzt den Block unter das rechte Knie und schau mal, wie sich das jetzt anfühlt in dieser Pose zu bleiben, in dieser Variation. Und wenn ich dann merke, oh, das wird mir zu intensiv, dann werde ich wechseln. Wichtig ist wirklich, dass Körper und Geist zur Ruhe kommen können. Und wenn wir das Gefühl haben, wir kämpfen permanent gegen die Pose an oder gegen irgendwas, was da stagniert, dann ist es nicht die Qualität, die wir erreichen wollen. Ja, wir wollen uns auch in der Yin-Yoga-Klasse immer wieder quasi herausfordern, insofern, dass wir schauen, aha, wie sieht es denn heute aus mit meinem Körper? Was gibt er mir denn freiwillig? Und wenn wir das dann herausgefunden haben, dann bleiben wir da, wo der Körper das zulässt und eben auch, wo der Geist sich nicht in Anführungsstrichen schon wehrt. Also schau wirklich, dass du einen gewissen Dehnreiz erzeugst, weil das ist ja das, was wir wollen, aber eben nicht mehr als 6 oder 7 auf einer Skala von 1 bis 10. Und dann atme wieder ganz gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Passe die Pose zwischendurch wieder an. Wenn du merkst, jetzt ist etwas anderes besser für dich,
Wenn du das Gefühl hast, du musst die Pose verlassen, dann mach das ohne Probleme. Roll dich dann wieder auf Bauch oder Rücken, das, was dir am angenehmsten ist. Und dann spür schon mal nach. Ansonsten nehmen wir jetzt hier noch ganz in Ruhe die letzten Atemzüge. Entspann die Gesichtszüge, Kiefer, den Raum zwischen den Augenbrauen. Und wenn du den Fuß gehalten hast, dann löse. Streck wieder das untere Bein aus. Bring das obere Bein über das andere Bein. Und jetzt entscheide dich wieder Bauch oder Rücken. Wir beenden jetzt ja sowieso die Praxis. Ne? Aber trotzdem kannst du, wenn du dich im Moment wohler fühlst auf dem Rücken, dann auf dem Bauch, dann bleib einen Augenblick auf dem Bauch. Jetzt geht es erstmal nochmal ums Nachspüren. Nimm jetzt auch mal in Summe wahr, wie es dir jetzt geht nach dieser Yin-Yoga-Praxis. Weniger ist mehr. Wenige verschiedene Übungen, aber trotzdem extrem vielseitig. Was macht dein Körper? Was macht dein Geist? Falls du jetzt auf dem Bauch liegst, roll dich jetzt gerne auf den Rücken und bereite dich schon auf die Endentspannung vor. Leg nochmal die Hände auf den Bauch. Du kannst die Füße ausgestreckt lassen oder nochmal aufstellen, wie am Anfang. Je nachdem, was sich für deinen unteren Rücken jetzt besser anfühlt. Und jetzt atme nochmal gegen deine Hände. Wie zu Beginn der Praxis. Jede Einatmung wölbt sich die Bauchdecke nach oben und außen. Jede Ausatmung sinkt sie wieder tief ein, bis du ganz ausgeatmet hast. Und nimm jetzt mal wahr, gibt es einen Unterschied bei dieser Übung zum Beginn der Praxis? Denk dran, nicht bewerten, es ist nicht irgendwas gut oder schlecht. Spür einfach nach, was du jetzt wahrnehmen kannst im Vergleich zu vorher. Ist etwas anders? Atemzüge hier. Und dann kannst du von hier aus in deine Shavasana-Position übergehen. Du kannst die Hände gerne neben den Körper legen, Handflächen nach oben oder unten. Du kannst die Füße aufgestellt lassen, du kannst sie aber auch ausgleiten lassen. Das, was für dich am besten passt. Und wenn du dann soweit bist, dann musst du gar nichts mehr tun. Dann darfst du einfach nur noch sein in Shavasana.
Und nun beginne deine Atmung wieder zu vertiefen. Komm mit dem Bewusstsein zurück in deinen Körper. Bewege vorsichtig Hände und Füße. Wenn du magst, kannst du dich auch recken und strecken. Und dann zieh nochmal die Knie Richtung Brust, mach ein Päckchen. Schaukel für einen Augenblick hin und her. Du kannst auch gerne nochmal Kreise machen mit den Knien, dass deinen unteren Rücken nochmal ein bisschen massierst und wieder aufwächst. Und dann roll dich gerne auf eine Seite. Bedanke dich bei dir selbst dafür, dass du heute zu dieser Yoga-Praxis erschienen bist, dass du dich selbst zur Priorität gemacht hast. Nutz dann deine obere Hand, um dich aufzustützen und nach oben zu kommen, zurück ins Sitzen. Lass dabei die Augen noch einen Augenblick geschlossen. Erlaube dir nochmal ein letztes Mal hineinzuspüren, wie es dir jetzt geht. Nimm die letzten ganz bewussten Atemzüge dieser Yoga-Praxis. Und wenn du dann wieder ganz im Hier und Jetzt angekommen bist, dann kannst du die Augen wieder öffnen. So, willkommen zurück. Das war die heutige Yin-Yoga-Praxis Weniger ist mehr. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann bitte lass mich das doch in den Kommentaren unter dem Video wissen. Klick auch auf den Gefällt mir-Button, damit eben andere Menschen dieses Video schneller finden. Und falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, dann tu das von Herzen gerne. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Ich möchte mich von dir verabschieden mit einem Lukha Samasta Sukhino Bhavantu und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Deine Yvonne.